Beim letzten Mal ging es los mit dem Produzieren von Silage. Und jetzt geht es in den nächsten Tag, also in den nächsten Monat. Wir haben eine kleine Menge Silage oder die erste kleine Menge Silage quasi drin. Und ich muss jetzt ein bisschen Cash machen, damit wir uns alles leisten können, um irgendwann die Silage hier auch wieder rauszuholen und verkaufen zu können. Heißt also, ich gehe jetzt pennen, ab in eine Pofe und in der Zwischenzeit machen dann natürlich unsere Gewächshäuser ein bisschen Cash, dann macht natürlich der riesen Stromgenerator hier ein bisschen Cash, die Biene Maya, die gibt auch nochmal ein bisschen Gas, also wir werden auch noch ein bisschen mehr Honig bekommen und so weiter und so weiter und im Idealfall kommen auch noch neue Aufträge rein. Und dann können wir wieder ein bisschen Cash machen. Wir haben 7.844 Euro. Ich gehe jetzt schlafen. Wir sind im nächsten Monat. Und dann gucken wir mal, was da so geht. Jawollo, ratzfatz ging das. Sehr gut. Okay, wir hatten Kreditzinsen, Betriebskosten und so weiter und so weiter. Wir sind aber jetzt bei 11.300. Ah, sehr geile Lichtverhältnisse. Oh Mann, und wenn ich das hier schon sehe, ne, freue ich mich umso mehr auf den LS25. Bah, bist du auch mit dabei? Auch schon direkt heiß auf den LS25? Das wird mit Sicherheit richtig, richtig nice. Wie gesagt, wenn das jetzt schon gut aussieht hier und dann mit den Nebelverhältnissen und den ganz anderen Lichtverhältnissen und so, ah, das wird schon gut. Ich habe schon richtig Bock. Also, wir fangen an hier mit den Kleinigkeiten. Ja, wir müssen natürlich eben direkt hier den Honig beladen. Und das machen wir als erstes. Also einmal kurz ankoppeln, dann hier schnell beladen. Und ich hoffe, dass da auch noch ein bisschen mehr als nur dieses eine, die eine Palette ist. Ich hatte schon mal zuletzt gefragt, gibt es eine andere Möglichkeit? Und ja, es gab Antworten von euch unter den Kommentaren zu dem Honig. Ja, es gibt auch da wohl eine Mod, dass da eben bis zu 4 Paletten stehen könnten. Ja, wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Also 4 Paletten gleichzeitig mit Sicherheit gut. Zack, Umschaltladen. Wir haben die ganze Palette wieder voll. Ich warte jetzt nochmal einen kurzen Moment, siehst du. Umschaltladen. Umschaltladen, direkt nochmal kurz warten. So. Und kommt nochmal eine ganze. Oder? Nee. Aber fast. Und das ist gar nicht so schlecht. Oh, warte mal. Können wir direkt wieder abkoppeln? Das ist doch gar nicht so schlecht. So. Dann fahren wir hier erstmal wieder hin. Und dann können wir hier kurz wieder ausmachen. Zack. Alter, sieht richtig nice aus. Sieht richtig nice aus. Sehr, sehr, sehr cool. Ja, die Gewächshäuser haben natürlich auch Cash gemacht. Guck mal hier, das hat genau gepasst. Gerade richtig Cash wieder reingekommen. Hier, wir haben 3-4 Liter an frischer Ware jetzt nur noch hier drin. Wurde also gerade alles verkauft. Ich gucke gerade noch mal eben rein. Haben wir hier die Statistik? Da sind die Finanzen. Also, wie sieht das denn hier aus? Genau, im September, wir mussten wieder den Kredit natürlich zurückbezahlen. Sonstige Ausgaben, das waren dieser Umweltstrafzins sozusagen für ökologisches Handeln. Auch da nochmal Dankeschön für den Kommentar unter dem letzten Video. Da hatte ich mich ja gewundert, beim zweimal Sorghumhirse abernten gab es da auf einmal so eine Strafzahlung. Einmal 15 und einmal 30 Euro für das Abernten dieser beiden Felder oder irgendwas war da nicht so ganz in Ordnung. Aber warum das nun exakt ist und was jetzt die genaue Begründung war, keine Ahnung, kleiner Umweltsündefall war das. Tja, das war halt so. Lohndienst, das ist auch reingekommen. Lohndienstleistungsumsatz, also wir sind quasi konstant um die 30.000. Einnahmen durch Ernte, das waren eben die beiden kleinen Felder Sorghumhirse. Ernte immer gar nicht so schlecht. Dann haben wir hier verkaufte Produkte. Das ist gar nicht so viel.
Das ist gar nicht so viel. Einnahmengebäude, das ist Strom. Das ist gar nicht schlecht. Also Strom läuft, funktioniert. Baukosten hatten wir, ja, Silagesilo. Also das passt so im Großen und Ganzen. Bin ich ganz zufrieden damit. Ja, jetzt haben wir hier natürlich diesen Honig. Ich guck gerade mal, aha, ich guck gerade mal eben nach den Preisen vom Honig. Wie variieren die? Wir sind in welchem Monat? Wir sind im Oktober. Wo ist der Honig? Da ist Honig. Und hier gibt es die Anzeige. Und wir haben den besten Preis. Wir sind gerade in einem schlechten Preis. Das heißt, theoretisch. Ich glaube, ich kann den ja auch einfach zur Seite stellen. Ne? Zur Not fahre ich dann zweimal. Aber ich würde jetzt tatsächlich noch ein bisschen warten. Nochmal in den nächsten Monat. Da komme ich ja, gut, der Preisunterschied ist jetzt nicht so gewaltig, aber ich denke mal so um die 1000 werde ich schon bestimmt kriegen für den Honig. Und das sollte ich schon mitnehmen. Und bis zum März ist ja dann der Anhänger mit Sicherheit auch schon wieder voll. Und dann kriege ich da eben nochmal den besseren Preis. Also, ich warte dann vielleicht noch ein, zwei Monate sollten es auf jeden Fall vielleicht sein. Und dann machen wir da schön den ganzen Hänger voll. Und wenn das dann ordentlich voll ist, oder vielleicht kann ich den auch doppelt beladen oder so, ich muss mal gucken. Und dann kommt das hier alles raus. Ja, das ist schon mal gut zu wissen. Da kann ja vielleicht sogar noch eine Palette oben drauf. Schön mit der Spanngurte, zack, festspannen. Dann läuft das schon. Sind ja stabile Holzkisten hier, gar kein Problem. So, nächstes Ding. Wir gucken mal eben nach der Silage. Wie weit ist die Silage? Da war natürlich jetzt von euch auch die Frage, ja Alden, warum hast du denn so wenig Silage und das dann auch noch abgedeckt? Was ist denn mit dir? Naja, ohne Gras keine Silage. Was ich hier jetzt allerdings sehe, hier ist überall schon wieder Gras. Also theoretisch könnte ich hier schon wieder, das ist noch nicht wirklich hoch, ne? Aber es ist schon so eine leichte, ein leichter Flaum ist schon wieder da. Also ich könnte wahrscheinlich schon mal da drüber gehen. Aber ich vermute mal, dass das hier tatsächlich nicht so wirklich viel ist. Also das sieht man das hier eigentlich? Nee, ne? Das sind ja Randgebiete. Feldinfo. Also das passt nicht so ganz. Ich würde sagen, ich brauche so ein, zwei vernünftige Aufträge. Und dann kann ich schon alles kaufen. Ich brauche, was hatten wir beim letzten Mal gesagt, ungefähr 15.000. Und damit kaufe ich einmal ein Gerät, um das Feld zu plätten und vorzubereiten für die Grasaussaat. Und gleichzeitig, das gucken wir uns natürlich gleich noch an, und als nächstes noch für den Frontlader vom Schlepper eine Schaufel, um die Silage auch wieder rauszukriegen, damit wir die dann auch eben verkaufen können. Bedeutet also, als erstes gucken wir mal kurz rein, was gibt es für Aufträge, die uns mal eben ein wenig Geld bescheren. Und im Idealfall, guck mal hier, ernten, wenn ich schon wieder, grubbern, das machen wir. Feld Nummer 9, jetzt sehe ich da natürlich hier so einen Riesengrubber und das ist, glaube ich, auch ein dicker, schwerer Schlepper. Und ich habe noch so einen einfachen kleinen. Feld Nummer 9. Ist das so riesig? Feld Nummer 9 ist genau das, wo zuletzt die Sorghumhirse drauf stand. Und das ist mittelmäßig groß. Es ist mittelmäßig groß. Theoretisch könnte ich das machen. Okay, ich mache die beiden Grubberaufträge. Ganz klares Ding. Ich kriege ein bisschen Cash rein. Es ist nicht wahnsinnig viel. Aber dann haben wir das schon mal erledigt. Wir haben wieder ein bisschen Cash. Vielleicht kann ich danach in der Zwischenzeit noch was anderes fertig machen. Ja, Ballen pressen und so. Ich freue mich drauf, ohne Scheiß. Wenn das, guck mal, die Preise sind sensationell. Und wenn ich irgendwann hier meine Maschinkas habe und ich das einfach mal ratzfatz machen kann hier, mit meinen eigenen Geräten, dann kommt da richtig gut Cash bei rum. Und vielleicht, nee, ich verkaufe den Honig nicht. Wir sind wirklich gerade im Tiefpreis. Und das heißt, ich ziehe jetzt hier lieber durch. Ja.
Ich ziehe jetzt hier lieber durch. Ich hänge mal eben hier dran. Zack. Und wir brauchen ja, wie gerade schon gesagt, um die 15.000. Und wenn ich 15.000 habe, ui, 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 oh, aber präzise, ist. Da war aber knapp. Wenn ich 15.000 habe, schwupp, mit X ist das, ne, zusammenklappen. Wir gucken mal kurz im Shop. Dann wird, wie beim letzten Mal auch schon gesagt, dann wird Grünpflege das Gerät geholt. Und das kostet 13. Und dazu noch so eine Schippe hier, so ein Frontlader-Ding. Kostet nur 1600. 13 sind also 14.600. Also 15 irgendwas, 16.000. So ein bisschen was muss noch dazu. Und dann bin ich doch ready. So, ich nehme jetzt erstmal die Aufträge an, alle beide. Und dann grubber ich mal eben die beiden Felder im Sonnenaufgang mit meinem eigenen Grubber, ohne was auszuleihen. Das ist sehr angenehm. Grubber, Vertrag akzeptieren. Vertrag akzeptieren. Wir gucken nochmal schnell hin. Ist das alles ready? Ist das alles richtig? Jawohl, beide Felder blinken. Also, ich gebe Gas, wir fahren da oben hoch und dann sehen wir uns gleich beim Grubbern. Und wir fangen natürlich mit dem großen Feld an. Hier steht sie noch drauf, die Sorghumhirse. Also, mal eben kurz vorfahren. Wie war das zuletzt? Wir hatten hier mit Steuerung C, Alt-C, Steuerung S. Wir müssen hier die Breite bestimmen. 5 Meter Spurführung an. Dann machen wir hier A-Richtung, setzen auf 90 Grad. Ich glaube, ich hatte zuletzt gesagt Prozent, hatte ich beim Videoschnitt noch gesehen. Und jetzt sollte das sein, jawohl, genau so. Dann ist das sogar tatsächlich schon so richtig. Mal eben mit X hier das Ganze runterlassen. In Position, absenken mit V. Alter, mittlerweile kann ich das schon auswendig, ey, das ist ja der Hammer. Zack, Tempomat. Ist das schon alles ready? Ist das so richtig? Grubber ich etwa schon? Ja, wa? Ich glaube, ich grubber schon. Ja, ich grubber schon. So. Das finde ich geil, ey. Vielleicht mache ich das auch einfach mit meinem... Vielleicht mache ich das einfach auch mit meinen komischen Rüben, ey. Irgendwer hatte noch geschrieben, ja Mensch, dann ernte die doch ab, ey. Du brauchst doch alle Kohlen. Ich gucke mir das gleich nochmal an, tatsächlich. Ich gucke mir das tatsächlich gleich nochmal an. Ich bin da zwar auch schon drüber gebreddert und die ganzen Rüben, das ist schon kaputt gefahren und so. Und ich wollte auch nie die ollen Rüben haben. Verdammten Rüben, ey. Aber wenn da ein bisschen Cash bei rumkommt, ne? Warum denn nicht? Alter, mache ich hier gerade beim Nachbarn das Feld kaputt? Tatsache. Wieso mache ich denn bei ihm das Feld kaputt? Alter, kriege ich dafür gleich eine Strafe? Das wäre ja der Burner, ey. Das wäre ja der Hammer. Und ich merke gerade, wie hart meine Maschinka hier zu kämpfen hat, ey. Mein kleiner Mittelklasse-Schlepper, der John Deere. Ja, Baby, zieh durch, ey. Lass krachen. Hier wird mal ordentlich gegrubbert. Ja, Mann. Alter. Schön im Sonnenaufgang durch die Bahn grubbern hier. Komplett. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, was kostet so ein kleiner Rübenapparillo? So ein ja, was ist es denn? Es ist so ein, naja, es reicht ja wahrscheinlich auch ein ganz normaler, einfacher, einen Anhänger, ne? Irgendeinen Anhänger, den ich dann habe. Muss das mal ein bisschen korrigieren, ne? So. Zack, zack, runter, senken und gib ihm. Also, kleiner Anhänger. Was kostet der, wenn ich den ausleihe? Und, brauche ich... Ja, ich brauche da noch ein... Ich brauche da noch irgendwas. Oder kann ich das mit dem... Mit diesem Ladewagen, kann ich damit die Rüben einsammeln?
Das muss ich mir nochmal gleich angucken. Das schauen wir uns gleich im Detail an. Ich ziehe jetzt hier mal eben das Feld durch. Ne? Das ist jetzt hier nicht super spannend. Ich baller das jetzt hier einfach durch. Attacke, Vollgas. Hier muss man eben schön... Und weißt du was, ich mache hier auch nochmal Vorgewände. Ey. Das war mir hier gerade ein bisschen zu uncool, dass ich hier auf einmal beim Nachbarn hier auch noch was kaputt mache. Warte mal ab, nachher muss ich noch Strafe zahlen dafür, dass ich hier beim Nachbarn über die Felder bretter. Deswegen mal eben schnell Vorgewände machen, zack, zack, zack und dann ist auch alles wieder schön. So, das erste Feld ist fertig und schon geht es weiter zum zweiten Feld. Das kleine hier, das muss auch noch fertig gemacht werden. Also, Attacke, rein da, eben drüber pflügen, alles grubbern. Und wenn das dann fertig ist, ich glaube, das reicht hier auch schon wieder, wenn ich einmal ringsherum komplett einmal das Vorgewände mache. Dann haben wir doch das meiste hier schon bald erledigt. Das ist ein so kleines Feld. Aber wir kriegen ja auch nur knappe 500 Euronen dafür. Guck mal da, 10% schon abgeschlossen. Eine Bahn hier gerade mal gezogen. Also, das ziehen wir jetzt natürlich nochmal schnell eben durch. Das ist ja ratzfatz gemacht. Und dann haben wir hier auch beide Aufträge erledigt. Und unser Geld verdient. So, nicht ganz sauber, auch nicht ganz schön, aber immerhin erledigt das Ganze. Also, abgeschlossen. Zack, da ist er wieder. Hervorragend. Also, mal eben schön beide Felder hier gegrubbert. Und wir geben natürlich auch direkt mit unserem Grubber hier die Aufträge erstmal ab. Was haben wir denn bekommen? So, abschließen auf Leertaste, 2,5 und nochmal 500 noch was obendrauf. Damit haben wir doch hier jetzt 14.700. Sollte ich noch ein bisschen warten? Theoretisch könnte ich tatsächlich noch ein bisschen warten und mir als erstes, und das machen wir jetzt auch, als erstes das neue Gerät holen. Beziehungsweise als erstes geht es jetzt zurück in auf dem Hof, alles abladen, das Gerät sauber machen, dann gucken wir eben, was würde es kosten, so eine Rübenernte auszuleihen und danach gehen wir einkaufen, ein neues Gerät. So, ich hoffe, ich kann hier eben hin, ja, passt so, damit wir hier ordentlich alles sauber machen können nach dem Grubbern. So, was war das auf R, ne? Jawohl. So. Der John Deere braucht doch wieder schön leuchtend gelbe Felgen. Komme ich hier durch? Ja, komme ich. Perfekt. Dann glänzt die Karre auch wieder. Und natürlich den Grubber hier auch ordentlich abspritzen. Geht das überhaupt? Ja. Oder muss ich den ausklappen dafür? Nee, geht, oder? Ja, geht. Aber habe ich schon mal schöner gesehen, ne? So.
Nochmal ein bisschen hier drüber und nochmal ein bisschen extra. Jawollo, sollte aber an für sich. Schaden 2%, Schaden 22%. Oh, nächste Frage an dich. Wodurch entsteht Schaden? Du als alter LS-Zocker wirst das bestimmt wissen. Wodurch bekommen Fahrzeuge, Geräte und so weiter Schaden? Bekomme ich tatsächlich Schaden, wenn ich volles Met irgendwo gegenbretter und so weiter und so weiter? Also, das wäre nice, wenn du das unten in die Kommentare reinschreibst. Dann habe ich wieder das nächste Learning fürs nächste Mal und weiß dann wieder besser Bescheid. Jetzt schon mal Dankeschön. Das ist doch schon mal gut. Also, gibt es tatsächlich Schaden durch Kollision zum Beispiel? Das wäre doch mal interessant. Oder ist das einfach nur so im Laufe der Zeit, je nach Abnutzung sozusagen? So, also, das Ding abstellen. Gleich nochmal aufklappen. So. Und jetzt müssen wir gucken. Zack, abgestellt. Jawohl. Jetzt gucken wir mal eben. Aussteigen. Unter P. Rüben. Zuckerrohr. Rübentechnik. Rübentechnik. Und soweit ich weiß, braucht man, glaube ich, mehreres. Und zwar einmal, der hier, holt denn der die Rüben raus? Ich habe keine Ahnung davon, Alter. Ich habe keine Ahnung davon. Ich glaube nicht. Ich glaube, der pflückt quasi nur das Grünzeug ab. Und bereitet das vor. Und wie sieht denn sowas hier aus? Guck mal, sowas hier, ne? Der holt auch hier, der geht auch tief rein. Und der hat dann hier so einen Fangkorb für die Dinger. Wo ist denn Mieten? Wenn ich jetzt auf Mieten drücke, dann habe ich das auf einmal gemietet, ne? Aber ich sehe den Mietpreis nicht. Was ist denn ändern? Lol. Ich klicke jetzt auf Mieten. Oh, nee, ist das kein Fail. Gibt es irgendwas, was günstiger ist zum Mieten? Das sind die einzigen Geräte. Das sind die einzigen Geräte. Warte mal, gibt es einen Lohnauftrag für hier Ernte? Ernte, Mais, Sonnenblumen, Baumwolle, Zuckerrüben. Der hat hier einen Vollernter. Und das Gerät da vorne dran. Ich kann das vielleicht gar nicht mit meinem Sojabohnen, Mais, Zuckerrüben. Zuckerrüben, auch wieder. Ich lasse die Finger da vorne. Oh, wait. Guck mal hier. Zuckerrüben. Trotzdem das Gerät vorne und hinten. Das heißt, ich muss trotzdem zwei Geräte ausleihen. Leute, ich lasse die Finger davon. Ich wollte die Rüben eh nie haben. Ich gehe jetzt ab in meinen Truck und kaufe mir alles. Ich meine, das ist jetzt nicht so wenig, was da an Zuckerrüben rumsteht. Aber das ist auch nicht das, was ich wirklich will, ne? Und ich kriege die Dingers hier einfach nicht raus, ey. Siehste, Wachstum, Kraut entfernen. Ich müsste jetzt das Kraut entfernen und danach muss ich die ausbuddeln. Das ist auch nicht gepflügt und nicht gedüngt. Erwarteter Ertrag 55%. Leute, ich bretter da einfach drüber. Ey. Ich bretter da drüber, ich sage es euch. Ob ich das jetzt grubbern kann, ich weiß es nicht. Ich gucke mir das an. Ich gehe jetzt einkaufen und zwar das Grünflächenpflegegerät. So, und da sind wir schon hier am Händler, am Shop. Fang mal eben hier vorne. Und ich schaue mal gerade rein. Also, wir haben hier. Da. Grünanlagen Pflegegerät. Und das Schöne ist, das hat hier auch dieses Aussaatzeichen für Gras.
oder für Raps und noch irgendwas. Und kostet 13.500. Ich kaufe das jetzt. Zack. So wie es ist. Kaufen. Ich hoffe nicht, dass es der große Fail ist. Wahrscheinlich aber nicht. So. 1.200. Uns fehlen ein paar Kröten. Und das ist wirklich nicht viel. Ein paar Kröten. Ah, warte. Kann ich Saatgut kaufen? Big Bag? Big Bags. Dünger. Hier, Saatgut. Weizen, Hafer, Schweinefutter, Streusalz. Ist Saatgut universal? Ich glaube, Saatgut ist universal, ne? Ich kaufe das direkt. Kostet 800. Alter, so blank war ich noch nie. Ich bin richtig blank. Ich bin richtig blank. Lecko funny, Alter. Ich bin sowas von pleite. Die Silage muss mich helfen, muss mich retten, muss mir aus der Patsche helfen. Okay, das Ding kommt irgendwie hinten dran. Macht doch irgendwie Sinn, oder? Und dann zieht man das gleich schön über den Acker. Wir haben 400. 400 Euronen. Zack, dran. So, das Gerät ist drin. Jetzt kurz gucken. Striegel anschalten. Saatgut wählen. Warte. Automatisch aktivieren. Pflanzeneinschalthelfer, Striegel. Ja, warte mal. Striegel. Auf. Das ist ein Striegel. Okay. Auffüllen. Oh mein Gott. Ich habe hier viel zu viel. Hier passen 200 Liter drauf. Und ich glaube, ich habe 1000 gekauft. Naja, steht das jetzt erstmal hier ein bisschen rum, ne? So. Ab zum Laden. Ab zum Acker. Und jetzt wird gleich hier gestriegelt. So, hier ist jetzt das Teil, Alter. Jetzt bin ich ja gespannt, ne? Jetzt bin ich ja gespannt. Kann ich das hier gleich direkt verwenden? Mache ich mir jetzt hier meinen Acker kaputt? Muss ich das erstmal hier vielleicht gleich mit dem Grubber? Muss ich da über drüber grubbern einfach? Ich würde das auch einfach kaputt grubbern, ne? Hier sollte ich jetzt allerdings, glaube ich, doch auch wieder richtig schön Bahn für Bahn arbeiten. Denn das ist jetzt zum einen mein eigener Acker. Zum anderen wollen wir hier den maximalen Ertrag raushaben. Ich muss die Breite nochmal einstellen. 3 Meter. Okay. Dann muss das Ding runter. Muss ich das Ding Pflanzensensor anschalten? Automatisches Saatgut. Automatische Saatstärke deaktiviert. Saatstärke ändern. J und N. Ich habe da so ein Eimerchen jetzt da dran oder was? Was ist denn bitte? Entladen. Saatgut wählen, Gras ist richtig. Automatisches, okay. Anschalten. Er soll an sein. Go. Stopp. Okay, es wird anheben. Es wird was gemacht. Er brettert hier drüber. Er brettert hier drüber. Aber es bleiben natürlich die ollen Runkelrüben hier stehen. Das heißt, ich fahre nochmal zurück. Abladen. Ich hole mir jetzt hier meinen Grubber. Und ich werde jetzt hier drüber grubbern. Das sind zwar einige hundert oder vielleicht sogar tausend Rüben. Aber es hilft ja alles nichts. Wait a minute. Kann ich das abgrasen? Nee, ist ja kein Gras, ne? Das Grünzeug und alles zur Silage vermachen? Das wär's, ey. Ich hoffe, ich kann das hier jetzt einfach weggrubbern. So, komm, gib ihm. Gib ihm. Ich muss grubbern, Alter. So, runter das Ding.
Sauber. Sauber. Jetzt wird hier richtig schön gegrubbert, Alter. Nach Herzenslust die ollen verdammten Runkelrüben endlich mal rausrubben. Zum Mook wieder. Sauber. Bis auf die letzte Runkelrübe hier. Jedes Fitzelchen Zuckerrübe wird hier platt gemäht. Jawollo, und es ist vollbracht. Zack, das letzte Pflänzchen auch noch. Und ich habe den ganzen Acker hier komplett gegrubbert, alter Faller. Ich sage dir, ich bin da ja schon so ein bisschen happy, ne? Es ist vollbracht. Abgestellt das Ding und jetzt wird das hier auch noch eingesät. Mann, Mann, Mann. Ja, auch das ist natürlich immer mal wieder jetzt hier auch immer wieder zeitaufwendig. Aber was Mutter und Mutter. Es ist gemacht. Es ist angepeilt. Wir gehen noch mal ein bisschen mehr zum Rand. Aktivieren. So. Gerät senken. Anschalten mit B. Und wir gehen rein. In die Bahn. Und jetzt wird hier schön durchgezogen. Macht er das? Sehe ich denn, dass er hier... Ja, er sieht. Er sieht. Die Liter gehen raus. Sauber. Und ich ziehe hoch und stopp. Heben. Wenden. Und die nächste Bahn. Alter, ich habe so Bock, ne? Ich habe so Bock. So soll das sein. Jetzt muss es aber hier schön hundertprozentig sein. Also schön vorsichtig. Damit wir auch schön gerade wieder in die nächste Spur kommen und die Ansaat auch wieder richtig gut funktioniert. Ist was anderes auf dem eigenen Acker, oder? Geht ihr das auch so? So, rein damit. Ab in die Bahn. Ist angeschaltet, jawohl. Und er zieht wieder durch und es wird gleichzeitig gesät und gestriegelt. Was auch immer das Striegeln heißt. Muss das so gewalzt werden oder was? Muss das immer so ein bisschen platt gemacht werden, hier das Gras? Zack. Und das nächste Ding. Ich hab Bock, Alter. Ich sage dir. So. Und ich hoffe, und das ist ja das Wichtigste, ich hoffe, dass da so einigermaßen Cash bei rumkommt. Wenn ich jetzt gleich das Ganze hier fertig habe, dann gehen wir natürlich auch wieder da in den nächsten Monat rein. Und dann... So, zack, rein da war. Jawollo. Oh, sieht das gut aus, ey. Das sieht richtig gut aus. Schön mit dem neuen Gerät auf dem Acker. So Mook wie dat, Alten. Sehr schön. Tipptopp. So, und auch das ist gleich erledigt. Es sind noch knappe 50 Liter Saatgut drin.
Und damit ist jetzt so gut wie alles eingesät. Ich habe hier vorne noch einen ganz schmalen Streifen. Und weil wir ja hier alles schön mitnehmen wollen, was es hier so an Gras gibt, sehe ich jetzt hier auch nochmal den letzten schmalen kleinen Streifen, damit wir eben auch hier am Rand nochmal alles schön besät haben mit Gras. Und dann gibt es beim nächsten Mal richtig viel Silage. Hoffe ich doch. Ich habe auch um das Silo herum alles jetzt eingesät. Und das gesamte Feld, mein eigenes Feld, ist nun endlich ready. Es ist der Hammer. Es ist vollbracht. Ich hätte das ja echt nicht gedacht, ne? Es war auch eine ziemlich lange Tour mal wieder. Viel, so, machen wir es mal eben nach vorne dran. Viel Gedöns, also viel Fahrerei. Jetzt gerade natürlich auch nochmal mit dem Grubbern. Dann das Feld hier nochmal grubbern. Cash ist drin. Wir haben 800 Flocken. Unsere letzten Kohlen sozusagen. Das letzte Geld ist drin. Und das heißt, beim nächsten Mal gucken wir uns die nächsten Aufträge an. Wir brauchen ein bisschen Geld. Entweder machen wir das im Livestream, live auf Twitch. Oder wir machen das nochmal in einem Video. Ich muss mal gucken, wie das zeitlich hinkommt. Und dass wir dann aber auch nochmal in den nächsten Tag reinkommen. Denn mit dem nächsten Tag, mit dem nächsten Monat sollte dann an für sich auch schon, zack, unsere Silage fertig sein. Und wenn das so ist, dann müssen wir die rausholen und das erste Mal verkaufen. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Knappe 10.000 Liter waren das. Wie viel bringt denn das bisschen Silage? Ihr wart ja schon ganz überrascht, dass ich das so schnell abdecke, die paar Meter. Ja, und dann bin ich ja natürlich echt gespannt, wie viel bringt das. Also, das bisschen Silage. Wir haben jetzt hier Gras drauf. Wachstum, also ist im Wachstum, Wachstumsphase 1 von 3. Unkraut, wachsend, Herbizid, muss gepflügt werden, muss gewalzt werden. Muss ich das noch alles machen? Auch das gerne in die Kommentare reinschreiben. Muss ich damit noch irgendwas machen? Oder reicht das jetzt so? Und ich kann einfach Gas geben. Tja, mein erster Ansatz, meine erste Aussaat, frisch eingesätes Gras. Alter Falter, das war auch ein Ding, ne? Einfach mal Gras eingesät, ey. Naja, wird schon werden, ich bin gespannt. Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream. Bis dahin.